Kondensationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Lebenserhaltung offline. Magnetosphäre offline. Offline. Abschaltung. Hauptreaktor in 3, 2, 1. Reaktor erfolgreich abgeschaltet. Einleitung. Hauptreaktorzündung in 3, 2, 1. Gravitation online. Lebenserhaltung online. Magnetosphäre. Achtung. Reaktorinitialisierung unterbrochen. Notstromversorgung wird eingeleitet. Connelly, der Idiot sollte die Ableiter schon vor einer Woche prüfen. Okay, das heißt, es ist wieder so zu reparieren. Na, super. Okay, dann jetzt mal kurz Menü. Mal kurz durch. Oh, dieses Gebumper im Hintergrund, das geht mir auf den Sack. Verursacht Stress, du. Das darf man sich nicht notieren lassen davon. Wo waren unsere Bildchen denn? Hier haben wir so komische Pillen. Ach, da sind sie doch. Nee, nicht teilen, ich will noch raus. Oh, ist das nach? Ich habe nicht mehr viel davon, aber es lohnt sich. Ableiter entfernen. Die Ersatzreaktorableiter waren im Frachtaufzug, wie angefordert. Connelly sollte sie runterschicken, wenn es passt. Strahlenschäden entdeckt. Ärztliche Hilfe. Ja, ganz cool bleibe. Wohl. So. Machen wir da hier raus. Schieß die neue Startsequenz ab. Kraftwerk. Ja, yep, dabei. Hei. Fulalalala. Neustart fortsetzen. Das war's. Ich leite Strom zu den Aufzügen und den Luftschleusen. Aber ja, da sind Spannungsschwankungen und Lecks in der Kühlmittelkammer. Passen Sie auf dem Rückweg auf. Es könnte noch mehr beschädigt sein. Ja. Tja, ich verstehe. Du hast alles zurückgesetzt. Die Talos 1 steht dir offen. Clever. Gewagt, aber clever. Gut, dass sich einige Dinge nicht geändert haben. Ich habe sie gefunden. Ich werde mich dir nicht mehr in den Weg stellen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Alles. Komm hoch in mein Büro. Morgan, waren Sie das? Egal, was Sie gemacht haben, es war übel. Wenn das eine Art Rache sein sollte... Strom läuft gleich wieder. Das heißt, der Aufzug sollte auch wieder gehen. Was ist denn hier los? Ach, das klappt nicht, wegen dem Drecksweg. Ja, hab kapiert. Jetzt schon mal deine Basics. Außerdem brauchen wir schon nochmal was. Müssen wir kurz den Anzug reparieren. Wo waren das Zeug wieder? Hier, 1, 2 und das. So. Und dann machen wir noch kurz das. Und dann machen wir das. Und dann machen wir hier.
Rexy, jetzt stirb doch. Oh, mein letzter Schuss wieder hier, du. Echt? Zum Dreckskind. Meine Fresse. So. Lebt wieder 1000 Jahre nach, der Junge. Wow! Verpiss die doch! So, erstmal Materialverwerter. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. Das kann weg, das, das hier, das hier, das hier, das, 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 das. So, haben wir noch irgendwelche alkoholischen Sachen bei uns am Start? Ich glaube nicht. So, dann bitte ich um Verwertung. 15, außer Munition herstellen. So. Hey, der Witzka, du. Na, no, ich repariere den garantiert nicht. Ich mach den maximal nur mehr kaputt. So, Drecksarsch, du. Beschleier Start. 9 mm Ersteller. Dann. Bin ich doof? Schenke ich für Pistole? Nee. Rohrzange, Jäger, Neurons, hä? Schrotpatronen, haben wir sie doch. War mal noch eine Ladung. So, sind wir 30. Wie viel haben wir noch? 12. Dann stellen wir nochmal Schrotladung her. So. Jetzt sind wir 42. Noch einmal Schrotladung. Alles gut. Einfach mal die 9 mm noch zum Einsatz. Ist für die kleinen Viecher manchmal praktisch. Distanz oder so. Und dann drehen wir auf. Wir können eigentlich noch ein bisschen Neuromods technisch was basteln. Neuromods. Was haben wir hier? Erhöht die Effektivität von Psy-Hypos um 50%. Maximale Psy auf 200. Was ist das? Psychotronik erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chips. Okay, das wäre ja cool. Verbessern den. Ah, brauche aber 6, du. Ne, das passt gerade so. Neuromods, Stufe. Findung von Waffen-Upgrades. Warte mal, da wäre eher die Frage. Bei dir, was braucht man da? Die haben wir, glaube ich, voll geskillt, ne? Ja, da können wir alles. Bei dir fehlt. Was fehlt hier? LabTech 2 fehlt da. Und bei dir? Oh, LabTech 2. Okay, dann würde ich das mal ganz gerne, dass die Waffen einfach mal Bums haben. So, Neuromods. Techniker, Sicherheit. Ich glaube, Sicherheit. Ich glaube, gerade weniger. Techniker, Wissenschaftler, irgendwie sowas. LabTech 2. Ach, das war das. Ah, muss so viel weg. Was ist das hier? Thermalbombe. Du erzeugst eine Falle aus heißem Superplasma. Ja, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Verwandeln. Du regenerierst sofort bis zu 10 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. Ah, es braucht 5. Oh, Telepathie, Mann. Es gibt immer so gute Sachen, stellerweise nicht. Da flippst aus. Du zwingst robotische Gegner dazu, nicht mehr feindselig zu sein. Ja. Ja, komm, lernen wir das LabTech vor uns, dann haben wir es weg. Ja, oh Gott. So, weil die Waffe ist gegen riesige Monster übelst effektiv. So. Und die Schussdauer werden wir hochsetzen. So, verlängert. Wunderbar. 54. Das ist auch okay. Wir müssen kurz nachladen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Das ging am besten hier. Weil mit dem einen Typ, da lege ich mich jetzt nicht an. Das lege ich nicht an. Nö, da bin ich zu faul heute. Heute ist ein bequemer Tag. Heute werde ich nicht alles uploaden wie ein Geisteskranker. Ich werde heute mal ein bisschen linear durchlaufen. Ein bisschen für die Story verfolgen, dass ich auch mal ein bisschen mehr kapiere. Warte mal, das war jetzt aber falsch, was ich hier tue. Da drüben ging es hoch. Ja, sieht ziemlich aus. Hallo. Lalala. Hallo. Nächste. Nee, ist die Erde. Leuchten Lichter. Ist die Erde. Da will ich wieder hin. War schön dort. Hat mir gefallen. Kein Bock mehr auf die Alien-Scheiße hier. Das meinst du bunt, wieder festen Boden und Füßen haben, normale Erdanziehungskraft und so weiter. Und ich sowas Krankes hier, das ist gestört.
Aber wenn man schon mal hier ist, kann man das natürlich schon mitnehmen. So ist das nicht, ne? Kabelzeugs. Komme ich wieder da hoch? Gibt's hier einen Aufzug? Hallo, Aufzug. Oh, da drüben liegt wer. Ja, guck mal einer an. Darauf wäre er nicht gekommen. Bist du... Ja, ich glaube, der ist kaputt. Reaktor. So, stirb. Stirb, stirb, stirb. Stirb, sagte ich. Was ist das? Ableiter. Denkt man nichts. Ach, der ist ja runtergefallen. Ach so. Wow, Frame Drop. Jetzt ist auch die Frage, wie ich da wieder hochkomme. Hat mir jemand eine Lösung? Da drüben scheint eine Treppe noch hoch zu gehen. Hier lang, Summer, das kann ja nicht wahr sein. Oh, braucht er was zum Futtern. Medikits gehen langsam auch eng. Der ist kaputt. Und hier war mal eine Treppe. Super. Ich könnte theoretisch, wenn es klappt. So. Was schreit denn hier schon wieder? So. Und so. Und hier. Und da lang. Ernsthaft. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Da haut ab. Komm her, du Luder. Sag, dass du herkommst. Oh, das ist okay, weh. Anzug wurde beschädigt. So, Drecksviecher. Meine Güte. Ah, ich verdrück mich hier die ganze Zeit. Ich will das ja gar nicht so. Reparieren. Dankeschön. Wow, was ist denn mit dem Frame los? Also irgendwie habe ich auch manchmal echt übliche Frameys. Ah ja. Okay. Gut. Du bist nachgeladen. Ich muss mal kurz. Mehrere Ziele, 3 Metern. Wo geht's hier jetzt raus? Muss ich da rüber? Hilfe? Ach Mann! Doofes Kind. Oh Gott, speichern. Ja, da scheint es dann hochzugehen. App. Ja, irgendwie. Warte, ich speichere vorher, dann läuft es gleich runter. So nämlich, ja genau. Mann, boah, was ist denn heute los? Achso, wir werden der Vorschlag. Ja, ihr habt recht. Ist kein Weg da, so bau dir doch ein. Ganz easy. Ja, Boogie wieder. Macht's wieder kompliziert und umständlich, der Junge, du. Nee, nee, nee. So, wie speichern. Ja, von wegen Aufzug geht wieder. Das ist kaputt. Hat ihn nicht eingeschaltet, wie sie gesagt hat. Doofe Kuh. Mag die nimmer. Hat sie gelootet? Ja, Telepath ist tot. Und gelootet. So, jetzt kommen uns da wieder irgendwelche Mörderviecher entgegen. Ich sehe schon kommen. Ah, hab ich Bock wieder.
Vorsicht, Morgan. Der Neustart des Reaktors hat den Gasalarm in der Kühlmittelkammer ausgelöst. Die Turbinen sind wasserstoffgekühlt und jetzt undicht. Der nächste Schuss wäre ihr letzter. Sie könnten genauso gut auf eine Granate feuern. Oh. Schlecht. So, jetzt holen wir aber erstmal deine Medis von draußen, ne? Gehen wir mal kurz raus hier. Betreten, ja, bestätigen bitte. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber bei 2 Stunden Aufnahme ist man Cut setzen. Gesundheitsproblem, gab eigentlich hätte ich ja 5 Stunden Skype aufgenommen. Ha, wurde nur 2 draus, weil die 3 Stunden Aufnahme gecrashed ist. Dann muss ich nochmal spielen, brauchte aber nur 2 dafür. Das war mega. Ey, ist mich so gefreut. Ja, die Ironie aus Monoton raus, ne? Hm, ja, ich konnte mich Kid Arigato, Kid Arigato. Nicht du. Ah, oh, ich muss doch mit den Ladescreens. Warum Spiel? Wobei, gut, hier ist okay, das sind 40 Minuten Part, da muss man auch ein bisschen Ladezeit ertragen. Bei Silence war es ein bisschen anders. Das waren 20 Minuten Part, aber ja, sonst 5 Minuten Part stellen, weil es nur Ladescreen gewesen. Das wäre doof. Hätte ich keine Gravitation entdeckt. So. Ernsthaft. Ich verpiss mich mal. Tschüss. Nein, 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 geh weg. Wisch dich. So, und? Perfekt. So, Außenbereich bin ich jetzt. Ziele. Suche nach Bryce Broadway, Flieger aus Zahl 1, für den falschen Kauf finde. Auf Karte ansehen, keine Daten. Ah, das sind ihre Mediziner, genau, da wollte ich hin. Tschüss! Aua, bist du behindert? Anzug wurde beschädigt. Ja, denke ich mir. Ach, was mache ich hier? Komm her, du Drecksvieh. Eieieiei, verballer mal wieder Munition für die Drecksviecher. Oh, hab nix mehr. So. Schuss noch. Hallo. Da bist du Damage-Einstecker. Anzug wurde beschädigt. Ja, ha, kapiert. Mann, wo bringe ich am Ende mal rechts weg? Was haben wir hier? Schon Kollegen. Okay. Da ist ein Technik-Operator. Da könnte das nicht einen Anzug reparieren, meines Wissens nach. So, einmal hier durch bitte. F. Oh, mal mir klar, dass es F war. Ich hab schon F am Finger startklar gehabt. X. Perfekt. So, das soll jetzt mal kurz. Beantragen 9 Operator. Ja, bitte. Da draußen die Medis. Ah, da sind sie. Da sind ihre Medis drin. Und jetzt zurück. Sie haben sie geholt, oder? Japs. Sie machen mich wahnsinnig. Gerne. Sie haben nicht zugehört. Docksperre. Morgan,
Hier spricht Dr. Igwe. Ich habe es in Ihr Büro geschafft. Ich bleibe hier bis... Dr. Igwe. Meine Güte, was bist du? Und warum sprichst du mit Morgans Stimme? Ich bin January. Morgan News persönlicher Operator. Also, January. Tut mir leid, dein Eintreffen hat mich ein bisschen geschockt. War ein heftiger Tag. Wenn Sie den Typhon-Befall der Talos 1 meinen, Dr. Igwe, dann haben Sie recht. Sie gehören zu den wenigen Überlebenden. Ich, ja. Warte mal, funktioniert der Fabrikator? Wenn Sie erlauben, morgen, January, könnte ich ihn benutzen? Sie sind autorisiert, an der Station zu arbeiten, Dr. Igwe. Und alles herzustellen, was morgen beim Eindämmen der Typhon hilft. Ich bleibe hier in Ihrem Büro, bis Sie zurückkommen, morgen. Ich könnte von Nutzen sein. War das hier richtig? Meritzil, ich glaube, ja. Ich pace mal durch. Hallo. Tschüss. Bestätigen. Boah, ich habe das richtige Schleusen ergangen. Oh, ich hätte vorher speichern sollen. Oh, mein Gott. Jetzt machen sie eine Tante zur Rette, du. Meine Fresse. Du betrittst Maschinenlabor. Ja, ich weiß. Maschinenlabor, war das richtig? Scheiße, ich glaube nicht. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe nicht gewusst, wo ich hin muss. Ich habe aber gemeint, das wäre so richtig gewesen. Oh, bitte, sag, das ist richtig. War schon flippig aus. Müssen wir nochmal ein anderes Screen geben? Nein. Ja, war falsch. Und raus. Fuck! Gibt's doch nicht. Scheiße, Mann. Kühlmittelraum oder Reaktordings müssen wir ja eigentlich. Jetzt hopp, lad mal. Heute noch bitte. Oh, zum Heulen. Stört mich gerade, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich weiß, ich ist scheiße. Jetzt mach hin, der noch eine Zeit hat. Mach mal los! Die Scheißtür! Danke. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Sehe nicht so ganz. Orville Mitchell, du Drecksau. Luftschleuse, Psychotronic. Mehrere Ziele, aber das ist so unten dann. Was für eine Luftschleuse jetzt? Wenn ich ja gerade rauskomme. Das ist Maschinenlabor, da will ich nicht hin. Hardware Labs. Ich soll mal dran stehen, was das Feine ist hier, ne? Das ist Maschinenlabor, da kommen wir gerade her. Super, Boogie. Segel, du. Terminal. Psychotronic. Rumpfdurchbruch, Frachtraum. Mehrere Ziele, war das da unten dann? Jetzt wird denn das deklariert von den Zielen her. Das echt da unten? Ich bin mir echt gerade nicht mehr sicher, Mann. Der Ober war es auf jeden Fall nett. Das ist Terminal, Luftschleuchtfrachtraum, Rumpfdurchbruchfrachtraum. Mehrere Ziele. Ich probiere mal das da unten, aber ich speichere dann vorher. Status radioaktiv. Echt jetzt? Wenn auch so, wo sind die Pillen schon wieder? Da, hier. Chris. Ich meine, es wäre gar nicht so tief gewesen. Okay. Wobei, doch, das war so ein langer Glastunnel. Doch, das sollte hin. So, Feuer frei. Ich hoffe, da ist nichts. Jetzt mach auf das Ding. Kraftwerk, ja, perfekt, da will ich hin. Ja, bestätigen bitte, danke. Immer im All, dass sie null Orientierung, du, aber gar keine. Kann man da nicht irgendwie ein GPS-Signal oder was machen? Dass man Orientierung hat, ein Navigationssystem, hallo? Es gibt zwar solche Leute wie ich, die haben da null Plan, wo man hinfliegen muss.
Das wäre eine tolle Hilfe, aber nö, ist mal wieder okay. Ach, ich da, ich dreck hier da, ich da. Cat Ariagato, Cat Ariagato. Sag ich mal, ich mich aufrege über irgendwas. Aber wenn es auch nicht ganz so schlimm ist. Wenn es schlimm ist, dann werde ich blöd. Wie gestern. Jetzt war die Hölle. Jawohl. Reparaturbedarf. Ja, jetzt machen wir 60 Frames wieder hier. Kind, ja. Oh Gott, Morgan. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Ich weiß, danke schön. Bitte, direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Allein kann ich das so schlecht. Oh Gott, ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Hab immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Systemalarm. Danke, Morgan. Bitte. Boah, Kind, sonst alles gut? Gute Arbeit. Lern ja doch noch was über Technik. Ja. Jetzt zum Aufzug. Aber Vorsicht, wer weiß, was hier alles aufgeschreckt wurde. Ich komme nach, sobald ich kann. Treffen uns in Ihrem Büro. Gut, mehrere Ziele. Das heißt, ich jetzt auf Story nach. Heißt Ziele. Hauptgeschichte. Hauptgeschichte ist dort. Ach ja, ist doch wieder klar, du. Warnung. Gefährliche Gaswerte. Ich habe mich gefragt, wie Sie auf Michaela reagieren würden. Sie haben ihr Leben für Sie aufs Spiel gesetzt. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Wow. Intuitive Gefühle. Oder Sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein, aber wenn sie erfährt, dass sie die Talos 1 zerstören wollen, könnte sie emotional reagieren, da es keinen Weg gibt, die Station zu verlassen. Hallo, ist der da hoch? Junge? Das ist ein Kasten, da kann sie festhalten! Warnung! Gefährliche Gaswerte entdeckt. Warnung! Gefährliche Gaswerte so, entdeckt. Muss da lang. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, ja, bis Reparaturen Warnung abgeschlossen sind. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer. War das das? Ist auch ein Kampfvogel. Oder Funken vermeiden. Tschüss. Ade. Kurz mal durchgerannt. Oh, die Fleisch nehme ich jetzt aber mit. Ich lasse ungern Material liegen. Ich weiß zwar nicht, wie die hinterherkommen will, aber hey, wir haben das Beste getan, was wir konnten. Na? Sie wird es schon schaffen, hoffe ich. Ansonsten, ja gut, passiert. Aber uns bleibt ja sowieso aus die Tare, in die Luft zu springen. Was soll man da machen, groß? Okay, wir könnten ja dann abhauen, aber ich weiß nicht. Wäre schon ein bisschen arg arschig, im Großen und Ganzen. Genauso arschig wie ein leeres Glas. Wo man da erstmal Wasser einfüllt, während ein Ladescreen kommt. Und da es nach dem Ladescreen nochmal ein Ladescreen kommt, macht das Ganze also für nicht ganz Arschige, so wie mich, immer ein bisschen hilfreich, weil ich bin schon fertig mit meinen Schenkeln. So, und jetzt? Hallo. Oh, was liegt da auf meinem Ruder drauf? Bis auf meinem Splitter. Der braucht doch Luft zum Atmen, der Junge. Gott, das Ding ist ja, Alter, was das schon Glitter hat. Will nicht sterben. Mein Bestes gibt, dass ich es auch nicht tue. Ui, tschüss. Fliegt die alle in die Luft. Macht euch keine Sorgen deswegen. So, rennt mal durch. Ich habe nämlich für Munition. Ich kann ja für jeden Scheiß hier, jedes Vieh irgendwas abknallen und killen. Und tschüss. Booyah! In den nächsten Ladescreen rein. Warum gibt es keine Schnellreisepunkte hier?